Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Xenoverse. Wir sitzen immer noch im Vulkan. Es bewegt sich nicht, vielleicht ist es nicht mehr in Betrieb. Okay, dann müssen wir. Geht es wohl doch hier weiter. Ich bin nicht so still wie der Vulkan, ich schlafe nie. Für nun. Bin ich dann hier weg? Ich hatte leider nichts genug Schaden gemacht. Weiterer Luft ist, glaube ich, besser. Vielleicht sollte ich mich auch ausruhen. Eisstein.
diese Hölle von Eis und Flammen wird meinen Körper und meine Seele stärken. Das hatten wir schon mal von gehört, von einem NPC, dass dann gesagt wurde, dass dann ein Origami-Pokémon sich entwickelt, wenn es Papercut lernt. Weiter geht es Richtung Gipfel. Wieder ins Feuer hinein. Ja, mein Kampfgeist brennt in mir wie ein Vulkan.
immer noch überrascht, dass mein Pokémon sich dadurch nicht zurückentwickelt. Ich muss von heißblütigen Verhalten abhalten. Macht ein Eis voll in einem Vulkan. Da ich ja da eben schon das Pokémon gesehen habe. Ja, da wäre nicht eine Falle gewesen, wenn man darüber gesprungen wäre. Zum Glück habe ich das rechtzeitig gesehen. Ah, da war eine Falle. Darf man jetzt nicht rüberhüpfen, aber vielleicht sieht er einen nicht, wenn man so rüberhüpft. Ah, okay. Es geht jetzt so, dann so. Dann so nicht mehr lang, nicht mehr so blind hüpfen. Ich
Hier sollte es sicher sein. Das darf uns auch nicht erwischen. Wieder falsch. Da wüsste ich dann schon gerne, was das dann verklickt mich immer mit zwischen Menü und schneller laufen. Nein, da geht's auch zu einem Texo. Einfach. Ha, das war die Lösung. Ich dachte, dass man da auch erwischt wird. Habe ich das schon mal gemacht? Mal schauen, wie oft ich da noch aussehen das Menü aktivieren möchte.
So konnte es seinen Angriff überstehen. Also kommen wir jetzt schon aus Magma und Cocoon. Ich weiß ja nicht, zu was sich entwickelt. Er kann nicht dementsprechend den Spitznamen anpassen. Okay, da geht's also nicht zu diesem. Okay, hier kann man noch nicht drüber. Gefällt die Musik. Und damit hätten wir den auch erreicht. Das ist dann. Ich glaube, das ist dann das Drachen-Evoli. Also das würde ich mal vom Sprite her drauf schätzen. Wie dem auch sei. Ich nehme mal an. Gehe, ich meditiere. Ich sagte doch, du solltest gehen. Ich und mein Skalion ist in der Mitte vom Training. Lufa, sagtest du? Du musst ja ganz schön stark sein, dass du es hier durchgeschafft hast, nur um hier Wasser zu bringen. Nehme mal an, dass es stark war. Lass mich dir an deinem Pokémon etwas geben, was die Stärke zurückgibt. Ich habe mich ja gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Abraham. Von den vier Kardinalen von Eldor bin ich derjenige, der den Boden beschützt, auf dem du gehst. Mr. Starburst, der Herzschlag unserer Region. Und ohne ein notwendiges Gleichgewicht riskiert es, das Ökosystem zu zerstören. Ich bin hier, um das zu verhindern, und gleichzeitig nutze ich die Möglichkeit, um meinen Geist zu verstärken. Hast du gesehen, Skalion? Jemand kam für einen Besuch. Ska.
Ja, Evoli. Dann sag mir mal, junger Freund, möchtest du eine alte Legende hören? Ich kenne sie nämlich alle. Jeder, der glaubt, ich bin mehr als 500 Jahre alt, liegt falsch. Hahaha. Aber wenn ich mal schätzen dürfte, würde ich sagen, dass du deswegen nicht hergekommen bist, richtig? Weißt du, erinnerst mich an eine Person. Natürlich, du musst Versels Kind sein. Ihr seid eindeutig sehr ähnlich. Dein Vater war ein großartiger Mann und eine wirkliche Hilfe für unsere Region. Die schreckliche Nachricht seines Verschwindens hat uns alle getroffen. Oh, vergib bitte mein unhöfliches Verhalten. Was war dein Name nochmal? Kai. Ich nehme an, dass du hierher gekommen bist, um Antworten zu halten, nicht wahr, Kind? Und dann werde ich jetzt alles sagen, was ich kann, aber sei stark, weil die Geschichte nicht kein gutes Ende hat. Du solltest wissen, dass dein Vater mit Wissenschaft und dessen Fortschritt fasziniert war. Deshalb hat er zusammen mit seinem besten Freund Victor sich dazu entschieden, ein Labor in Hardware City zu eröffnen. Mit dem Ziel, es zum größten der Region zu machen. Victor war kein talentierter Trainer, aber als Ausgleich hatte er einen erstklassigen Verstand. Mit anderen Worten war er ein perfekter Partner für deinen Vater. Schritt bei Schritt hat sich das Personal verbessert, also wurde halt mehr Personal dazu gewonnen und es wurde dann schließlich in der ganzen Eldwyn-Region bekannt. Zwischen denen war der bekannte Asta, welcher damals noch ein Kind in deinem Alter war. Und dieser wurde halt als ein besonders intelligenter Assistent angesehen. Um es kurz zu machen, hat dein Vater seinen Traumjob gemacht, zusammen mit seinen Freunden und einer wunderbaren Familie. Aber dann das Undenkbare. Was du an deinem Ohr trägst, ist der Erdkern, nicht wahr? Daher halt nehme ich mal an, dass du dich also von den neulichen Attacken der Ex-Pokémon gehört hast. Ja, ist jetzt Alltag heutzutage, aber bei ihr Entdeckung ist halt nichts, was es neulich passiert ist. Dein Vater und Victor haben es herausgefunden. Kreaturen von einem mysteriösen Universum. Der menschliche Verstand konnte endlich weitergehen. Wer glaubte, dass die Spezies als normale Pokémon gebrütet werden konnten? Aber Victor hatte komplett andere Ideen. Seitdem hatten sich ihre Wege getrennt. Das hat sich halt auch im Labor bemerkbar gemacht. Victor hat halt davon ist halt davon ausgetreten und hat halt versprochen, eine Lösung für das Problem zu finden.
Und er hat seine eigene Organisation gegründet. Mit dem Ziel, die X-Pokémon-Firma zu versiegeln. Wie du dir vielleicht denken konntest, ist Victor das Gehirn hinter die Dimension. Kind, es ist sehr gut möglich, dass er derjenige ist, der deinen Vater verschwinden ließ. Sodass er keine Gegner haben kann. Aber traurig für ihn, also unglücklich für ihn, ist seine Liebe von einer neuen Generation, welche von Asta angeführt ist, übernommen worden. Glaub mir, die Dimension hätte sich keinen schlechteren Gegner machen können. Und bitte ich dich, mit mir zu kommen, okay? Ich habe etwas, das ich dir zeigen möchte. Hier, Kind, folge mir. Okay, da haben wir jetzt einiges erfahren. Ja, ich glaube jetzt. Echt? Okay, dann hier. Ich möchte uns ja was zeigen, das sollte dann auch hier sein. Genau. Gehen jetzt in Richtung der Zenith-Höhle, Zenith-Höhle, eine der vier Xenogates in der Region. Hier, betreten hiervon ist nur denen gewährt, die Luxflon Segen erhalten haben. Aber darüber brauchen wir uns jetzt nicht zu kümmern, ich werde das alles später erklären. Der Plan von Team Dimension ist lediglich der erste Dominostein. Der ganze Planet ist in Gefahr. Aber um das komplett zu verstehen, ist es nötig, für dich die ganze Legende zu wissen. Okay. Das werden wir dann beim nächsten Mal lernen. Ich werde jetzt an dieser Stelle den Part beenden. Und das dann ins nächste Video dann nehmen, wie dann Legende heißt. Euch noch einen schönen Tag und dann, ja, wir sehen uns dann. Tschüss. Und hoffentlich kann ich dann noch irgendwann einen Nunwill finden. Und ins Team nehmen. Mal schauen, wie dann das Team aussieht. Das lässt sich jetzt noch nicht sagen.